bin Isi von Tintenwelten und ich habe heute eine neue Rezension für euch. Und zwar geht es wieder um ein Rezensionsexemplar und zwar um Real Not Perfect von Marcella Fragiola. Das hat 238 Seiten und hat 4 Sterne von mir bekommen. Vielleicht könnt ihr euch noch an meine Rezensionen über die Bücher, die an der Woodland Akademie spielen, erinnern. Da gab es eine Trilogie und danach auch noch ein Spin-off und jetzt dieses Buch ist ein Sequel und zwar zu der Trilogie, aber im Speziellen eben zu Anything for You. Das war der dritte Teil der Trilogie. Und jetzt haben wir halt eben das Sequel, das einige Jahre nach den Ereignissen aus diesem dritten Teil eben spielt. Und hier geht es wieder um Lana und um Nate und es geht um zweite Chancen. Denn Lana hat alles verloren, was sie sich je erträumt hat, also ihre Familie. Und eigentlich sich selbst. Also sie ist im Prinzip sehr, sehr am Boden zerstört, kann man eigentlich sagen. Und im Prinzip ist ihre Ehe am Ende. Sie ist sehr, sehr unglücklich in ihrer Ehe, in ihrem Leben, hat keine Perspektive im Moment. Und dann erinnert sie sich eben an ihr Herzensprojekt, was sie jetzt völlig aus den Augen verloren hat. Und zwar ist es nämlich so, dass sie ja selber früher ein Stipendium bekommen hat und deswegen an der Woodland Akademie, also einem Elite-Internat, eben zur Schule gehen durfte. Eigentlich kommt sie ursprünglich aus einem Trailerpark, auch da wieder ohne jede Perspektive. Und durch dieses Stipendium hat sie eben damals eine neue Chance bekommen und eben diese auch genutzt. Und ja, sie erinnert sich eben daran, dass sie immer wollte, dass noch mehr Jugendliche in den Genuss von Stipendien kommen und versucht das jetzt halt eben umzusetzen. Dieses Projekt führt sie dann halt eben wieder an die Woodland Akademie, wo halt all die Erinnerungen von damals wieder auf sie einstürzen. Und das ist nicht so ganz einfach für sie, gerade weil auch Nate natürlich in diesem Buch eine Rolle spielt. Und auch Nate hat in den letzten Jahren oder in der letzten Zeit nicht gerade nur Glorreiches erlebt und er ist eigentlich auch am Boden und dementsprechend treffen die beiden jetzt aufeinander und Gefühle, Erinnerungen, Schuld, Gefühle, Reue, das alles trifft jetzt aufeinander und die Frage ist jetzt halt eben, ob sich zwei gebrochene Seelen gegenseitig heilen können oder ob sie das Unglück nur noch vergrößern und dadurch alles in einem einzigen Trümmerhaufen enden wird. Also mir hat das Buch wieder sehr gut gefallen. Ich mag bisher alle Bücher von Marcella Fragiola, gerade eben auch die Bücher, die an der Woodland Akademie spielen, weil sie einfach sehr emotional sind, auch hier wieder. Irgendwie werden auch jedes Mal halt ernstere Themen besprochen, auch hier wieder. Da habe ich auch so gar nicht mit gerechnet. Und es hat mich auf jeden Fall schon mitgenommen, denn wie gesagt, beide sind halt eigentlich wirklich am Boden und völlig fertig mit der Welt und mit sich selber und hadern halt mit der ganzen Sache und treffen jetzt eben aufeinander. Und Lana auf der einen Seite möchte sich eigentlich so fern wie möglich von Nate halten und will sich halt eben nicht nochmal auf ihn einlassen. Und Nate ist halt sofort wieder Feuer und Flamme für sie. Er konnte sie in all den Jahren nicht vergessen. Ihr geht es genauso. Aber ja, es ist halt alles wieder so ein kleines Hin und Her. Aber es ist irgendwie schön. Also es ist erstens mal schön, die beiden nochmal zu erleben, dass es eben zu einer zweiten Chance für die beiden kommt in diesem Buch. Es ist schön, wieder an die Woodland Akademie zurückzukehren, weil nicht nur bei den Protagonisten alte Erinnerungen aufkommen, sondern auch bei mir. Man erinnert sich an die Geschichten, die man schon darüber gelesen hat. Und es ist einfach irgendwie so eine Wohlfühlatmosphäre da an der Woodland Akademie. Dann sind halt so ganz, ganz viele Anspielungen auf die Teile, die halt schon stattgefunden haben. Und es kommen auch wieder Charaktere vor, die man dann in den Vorgängerbänden sozusagen kennengelernt hat, also aus der Trilogie zum Beispiel. Und es gibt immer wieder diese Bezüge zu Örtlichkeiten oder zu Ereignissen, die halt stattgefunden haben. Das fand ich richtig, richtig cool und hat direkt so eine Wohlfühlatmosphäre irgendwie geschaffen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite behandelt es dann halt eben auch diese ernsteren Themen, was einen irgendwie so ein bisschen dann wieder zum Nachdenken bringt. Und dann ist halt eben diese Liebesgeschichte natürlich auch da, die mir auch sehr gut gefallen hat.
Und das Ganze ist auch wieder aus beiden Perspektiven geschrieben, also sowohl aus der Sicht von Lana und auch aus der Sicht von Nate. Und dementsprechend kann man sich natürlich in beide sehr, sehr gut hineinfühlen und das mag ich immer total gerne. Dementsprechend war es auch hier wieder so und ich weiß, dass auch noch weitere Geschichten sozusagen als Sequel rauskommen werden. Und da bin ich gespannt, weil wenn man Bücher liest, dann ist es ja meistens so, dass es dann halt irgendwie endet und man sich dann so seinen Teil denken kann, wie es weitergeht. Also auch bei so Love Stories mit Happy End meinetwegen. Ja, ist es denn immer happy? Also ist es dann auch in 2 oder 3 Jahren noch happy oder in 5 oder vielleicht auch schon 2 Monate später? Wer weiß das schon? Jetzt ist es die große Liebe am Ende eines Buches, aber was ist in der Zukunft? Und das finde ich total spannend und dementsprechend freue ich mich natürlich auch über weitere Geschichten von Ellie und Ethan, die man aus dem ersten Band kennt oder halt eben auch aus der Sicht von Lea und Logan aus dem zweiten Teil. Also, wenn ihr auf Love Stories steht, vielleicht sogar auf Geschichten, in denen es um zweite Chancen geht, dann solltet ihr auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Ich finde die Geschichten von Marcella Fracciola immer sehr, sehr schön. Ich hoffe, dass euch die Rezension gefallen hat und danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss!